Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Flugserie auf meinem Kanal. Heute mal live on the road. Wir sind gerade auf dem Parkplatz, machen eine kleine Pause, sind auf der Autobahn unterwegs. Wir fahren nach Eilenburg und holen ein Auto ab mit einem Kumpel. Der hat sich Neuwagen gekauft, was wir gesehen und erlebt haben. Ja, das seht ihr nach dem Intro. Also, bis gleich. Mein Kumpels Auto ist noch nicht fertig, das dauert noch anderthalb Stunden. Aber wir schauen uns gerade hier die Autos an, wo da rumstehen. So, das ist ein, ja, ein riesen Parkplatz, alles voll. Da hast du eine Stunde zu tun, wenn du alles anschauen willst. Also, das ist. Was? Richtig. Das ist wirklich. Steht alles voll hier. VW, Opel. Und so weiter und so fort. Hauptsächlich fort. Das ist wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht. Was kostet da? Ich bin billig hier, 25. So, ich bin jetzt ein paar Meter in die Höhe gegangen. Ich nehme das Ganze jetzt hier auf. Also, es ist nur ein Teil davon, sagen wir es mal so. Da ist das gute Stück. So, da ist das gute Stück. Da setzen wir uns mal rein. Auf dem Video kann man es leider nicht riechen, aber Neuwagen eben. Es riecht nach Neuwagen. Er ist ja auch neu. Wie viele Kilometer da drauf? 25? Weiß ich nicht. So. Ja.
Mein Kumpel Dankrad, da nutze ich mal die Möglichkeit, euch die Recaro-Sitze zu zeichnen. Wir sind hier wunderbar verarbeitet und genäht. Das gefällt mir sowas von wunderbar. Schön mit Blau, das ist einfach super. Auch die Verarbeitung allgemein ist wunderbar. Hier das Armaturenbrett, das etwas gröbere, sehr schön gearbeitet. Hier ist noch die Schutzfolie drauf. Auch bei den Gurten ist das Blaue mit eingearbeitet. Das finde ich hier echt super. Und dann halt noch das schöne ST drin. Ja, so seht ihr halt komplett neu, noch gar nichts dran. Das Fahrzeug wurde heute komplett für den Winter vorbereitet und fertig gemacht, sprich komplett versiegelt. Es gibt ein Konzept zur Umgestaltung des Fahrzeugs mit Beklebung und weißen Felgen, aber das erfahrt ihr oder seht ihr dann erst nächstes Jahr. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent.